Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Nordfriesischen Marsch im BG-Projekt, oder wie hat man es genannt? BG-Hof? BG-Farm? BG-Farm. Mit dem Richie und dem Paul und vielleicht noch dem Hago. Hallo. Hallo. Na? Müssen wir mal gucken, ob der Hago wieder irgendwie sein PC wieder ins Laufen gebracht hat. Aber Richie, jetzt habe ich mal eine Frage zu deinem PC, ne? Sieht das immer noch so aus, dass wieder alles rausguckt, links und rechts? Ja, guck mal, ich muss den seit 2 Jahren starten, indem ich die beiden Kabel, die ursprünglich an den Startknopf rangingen, aneinander halte. Was? Und dann gibt es kurz minimale Funken, ich meine, da ist ja nicht viel Spannung drauf, und dann geht der PC an. Problem ist, wenn du mit dem Fuß gegenkommst und verbindest außerdem beide Kabel, geht er aus. Ja, komisch, ne? Ja. Das sind ja die Autoknacker-Methoden hier. Ja. Mami, darf ich nur eine Düngemission starten? Ja, mach doch, was ich lassen kannst. Oder was soll ich machen? Wir können irgendwas anderes machen. Nee. Mehr weiß ich nicht. Wir haben nur eine Sämaschine, oder? Mit zwei. Nee, wir haben nur eine, aber wir könnten vielleicht noch eine kaufen. Ja, bei den großen Feldern macht schon Sinn. Kauf dir einfach die Horsch. Aber die ist, glaube ich, noch zu teuer für uns. Ich würde die 6 Meter nehmen, die ist ganz gut. Ja, hau rein. Warte mal, wie voll ist denn die? 50.000, glaub ich, oder? Federfeld, 70. 76. Na. Die ist aber teurer geworden. Im 17er hin. Dann mache ich noch einfach ein paar Missionen. Flüssigdünger können wir nicht auffüllen am Hof, oder? Flüssigdünger, glaube ich. Ich glaube nicht. Warte mal. Oder? Ja, bei dem MW-Pack ist eine Flüssigdüngerstation dabei, aber die braucht ultra lange beim Aufladen. Die haben wir auf dem Mods dabei gerade getestet. Flüssigdünger haben wir nicht, wir haben festen Dünger, wir haben Schweinefutter und wir haben Saatgut. Ja, ich fahre zum Shop. Da steht noch so ein Kanister hier. Ja. Aber wie gesagt, die von dem WM-Pack, oder wie heißt das? MW-Pack, ja. Die ist ultra langsam. Hallo. Hago, wie läuft's? Ja. Geht wieder alles? Sehr gut, dann komm rauf. Ich wollte nicht in der Aufnahme sein. Ach komm, dessen. Du hast ja keine Bambusleitung. Geht ja keine 5 Jahre. Hey, ich bin in der Leitung dran. Ach komm. Du kannst auch nur knapp vorbei, oder? Ja, weit vorbei kann jeder. Ich werde liebt das Risiko. Was bin ich? Du liebst das Risiko. Ja, ist richtig. Ciao. Gerade aufs Handy geguckt, sorry. Das soll man nicht wie Ratten fahren. Ja, ich stand gerade, was soll ich machen? Ach ja. Oh, wieder Quatsch, wenn die AI-Spaß mal blinken würden, ne? Aber was mir aufgefallen ist, wenn du jetzt eine Strecke vor dir hast, ne, die so eine S-Kurve macht. So links-rechts. Es gibt aber keine Möglichkeit zum Abbiegen, da blinken die trotzdem. Echt? Ja. Also von Weitem siehst du nur die gelben Felgen von Richie. Aber ich habe jetzt einige Bilder gesehen, die Leute haben ein neues System zum Einparken entwickelt, Richie. Neues System zum Einparken? Oh, ohne Scheiß, ne? Wollte ich einmal ein bisschen originell parken. Was passiert auf dem Mod-Server? Ich gehe in die Halle rein, stehen da 4 Traktoren rückwärts, schräg die Wand hochgeparkt. Ja. Na, du hast ja auch vorgemacht, also irgendwo. Ja, das ist das Schlimme.
So, hatte Hager eigentlich noch Arbeit? Ja, ich muss ja das Gras noch einsammeln. Ach jo, da war noch was. Stimmt. Hago. Fleide. Hä? Fleide. Prost. Prost. Warte, Gabel? Gabel? Oh Gott, oh Gott. Irgendwas stimmt mit euch nie, ne? Also. Doch, heute ist Silvester, Werner. Nee, gestern war. Vorgestern war Silvester. Vorgestern? Ja. Du hast die Folge schon verpasst. Die zweite Folge. Oh, hallo moin! Ja, du. Wir müssen wieder, ne? Ja, oh, ich habe auch Kopfweh, ey. Oh. Ja, ja. Hast du wieder zu viel getrunken? Noch von Silvester, ja. Ja, ja. Ja, komm, bring ein Bierchen oben drauf und dann gehen die weg, die Kopfschmerzen. Ja, ja, Prost. Oh. Oh. Hab ich den Gabel schon weggeworfen? Boah, das klingt oder? Richtig falsch, was du gerade gemacht hast, Regie. Gabel. Gabel. Nur weil ich was im Mund hatte und dabei geredet habe. Nee. Hä? Oder vielleicht doch, ich weiß nicht. Oh, oh. Hm? Sonst alles gut bei dir, Regina? Ja, alles super. Und sonst das? Was hast du für Vorsätze im Jahr 2019? Wie viel? Im Jahr 2019. Ja. Welche Vorsätze hast du? Alles zu machen wie in 18. Nur noch wilder, noch intensiver? Ne, das Schlimme ist, ich kann das nicht nochmal machen wie im 18, weil Blinddarm ist weg, weißt du? Oh, also ich kann das ja nicht wiederholen. Oh wow, weil der Blinddarm das größte Problem ist, weißt du? Ja. Oh, wo ist mein Glas, Junge? Und sonst so? Ja, ich spiele gerne alles, ja. Ja, ja. Was hast du denn für Vorsätze? Wenn er mehr klickt, mehr Abonnenten? Oder? Nee, ist mir nicht egal. Ja, ja. Das sagen sie alle. Mehr Werbung? Nee, ist mir nicht auch egal. Weiß nicht, ich habe irgendwie gar keine Vorsätze. Ja, hast du noch nie. Nee, wofür auch? Ja. Wir werden mit tollen, großartigen neuen Spielen spielen. Welche denn zum Beispiel? Ja, mir fällt keins ein. Ja, gut. Ja. Ich spiele momentan Atlas, geht das? Ein Atlas liegt ja auch irgendwo im Regal, aber was soll ich damit machen? Nee, das ist nicht das gleiche. So. Steh ich nicht. Also musst du wahrscheinlich noch den Atlas von deinem Großvater, schwarz-weiß. Ja, da ist. Das ist noch das Deutsche Reich eingezeichnet. Da ist kurz hinter Usedom nicht Ende mit Deutschland. Ja, ich hab damit selber angefangen, also. Ja, du bist selber. Oh, wow. Wenn das Video gestrikt wird, dann sag Bescheid, dann nehme ich das auf meine Kappe. Witzig. War schon, ja, war ein Buller, ja. Dich? Doch. Okay. Naja, aber glaube ich, man muss daher kommen, deswegen. Ja, ja, ja. Mein Hago ist ja groß geworden in der Zeit damals, von daher. Ich kann darüber bestimmt auch lachen. Bei Husum, ja. Bei Husum? Ja, ja. Wann geht's eigentlich bei dir wieder los, Hago? Ja, so Mitte, Ende Februar. Okay. Hey, was soll losgehen? Das ist schon connected. Hä? Herr Richie, so neben der Spur, ne? Unfassbar. Was für ein Leben, ne? Hä? Das hat, was du säufst, dann würde ich weniger von dem. Nee, er hat sich ja vorgenommen, weißt du, gleich und mehr und noch besser. Und intensiv und so, apropos. Ja, genau. Apropos. Apropos, mein Glas ist leer. Und Wasser reinkippen. Ich glaube, die machen aus dieser Aufnahme ein Trinkspiel, ey. Ja. Wir wollten. Du weißt, was wir machen wollten mit Spinter. Ach, das ist ja schon Jahre her, ey. Ich hab kein. Du hast kein Spinter mehr, das ist ja schade. Doch, habe ich, aber ich hab kein Mischgetränk mehr da. Gleich wäre da. Was Warum wolltet ihr mit Spinter machen? Nee, ja, das war mal so eine Sache, da haben wir gesagt. Wie war das, glaube ich, wenn man sich festfährt, muss man kurzen trinken. Oh. Es gibt eine Saufparty. Und da hat Richie natürlich gleich Spinter vorgeschlagen. Also irgendwie so war das, ich weiß nicht mal ganz genau.
Da ist er wieder. Na, Richie, hast du was mit zum Stimmeölen? Ich hab was mit, ja. Ja, du weißt doch, ich bin noch nicht im Stimmbuch. Nee, ich weiß schon. Ja, ach, die Geschichte. Ja. Das ist, wenn man den Mund zu voll nimmt, weißt du? Ja. Kennst du dich da aus mit Mund zu voll nehmen, oder? Nee. Wie gern kommt man da lacht, ey. Ich muss schon wieder Dünger, Kalkding kaufen, ey. Ich muss schon wieder Dünger, Kalkding kaufen, ey. Naja. Werner steckt noch nicht drin im harten Missionsalltag. Das ist richtig. Hago? Ja? Willst du mal tauschen? Ja. Ich bin ausgestiegen. Ich nicht. Das ist aber ziemlich unfair, muss man sagen. Ja, okay. Dann mach den Traktor nicht, das will ich bitte. Der ist voller Dreck, Alter. Und das Gewicht ist unten, was ist denn da los? Ja, damit er nicht so schnell läuft. Was ist denn das hier? Ah, ist ein Deutsch, okay. Ja. Wo bringst du das Gras hin? Silo, oder? Jawohl. Okay. Warte mal, da habe ich doch in der letzten Aufnahme aufgehört auf dem Feld. Ach nee. Richtig. Ach so, ich das. Ich habe erstmal all die Lücken, die du da gelegen lassen hast, eingesammelt. Was denn für Lücken? Das ist ja wohl ein absoluter Lüger hier. Ja, aber können wir ja. Zweite Sendung hier. Herzlich willkommen im Jahre 2019 und herzlich willkommen an alle, die einmal gegrüßt werden wollen und so einen Scherze. Hey, hallo. Das Wort zum Mittwoch. Heute Mittwoch? Heute ist Mittwoch. Sag mal, Argo, hast du keinen Taschenkalender oder sowas? Bei mir ist wie Sonntag. Prost. Ja. Immer fest darin, ne? Ja, Argo, ja. Was anderes, was mit Tasche anfängt, aber da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein. Okay. Wo warst du eigentlich gerade? Du warst gemutet, Richie. Was ist denn los? Warst du den Boxer im Weihnachtsmarkt besuchen, oder? Ja, ich habe ihn mal kurz angerufen. Ah ja. Hat Boxer auch schon ein Telefon? Ja. Nee. Darf noch nicht. Darf er auch abnehmen? Nö. Nee. Dann fliegt er bei jedem Wind weg, wenn er noch abnimmt. Oh, der war ganz schön flach, ey. Oh je. Das sag ich dir, du. Wieso kann ich den nicht abladen? Muss von einer Seite reinfahren, warum weiß ich auch nicht, da ist irgendwas nicht ganz richtig. Hier ist von beiden Seiten reingefahren, geht nicht. Wollt ihr mich verhonepiepeln hier? Das klingelt. Weiß nicht, was klingelt. Ah, das ist Richie. Willst du mich im Jahr 2019 begrüßen oder was? Der Boxer nimmt nicht ab. Ah, jetzt funktioniert's. Guten Tag, Sie sind schon. Tja. Ja, das war's. Bye. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Hallo! Naja, er geht nicht mal ran, deswegen war er auch hier auf dem Weihnachtsmarkt. Aber er ist doch sicher mit Basti unterwegs. Nee, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Wahrscheinlich nur mit Bastis Freundin. Wie ist sie noch? Jule? Ja. Ich finde das gut, dass die Schilder stehen bleiben, wenn man drauf fährt. Hat nur Vorteile. Hast du eine Kurve nicht gekriegt? Ja, doch, aber ein bisschen zu, ne? Also. Nicht so optimal.
So, wir sammeln hier noch ein bisschen Gras ein. Aber wir sind erstmal fertig für heute. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns am kommenden Freitag zu einer weiteren Folge hier auf der BG Farm. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.